Herzlich willkommen zu unserem dritten AWT-Tutorial. Wir werden uns in diesem Video um die Thematik Gewindefräsen kümmern und uns die Programmierung der Bearbeitung mal etwas genauer anschauen. In den früheren Versionen der Steuerung, also in der Ultimax und in den frühen V8er Versionen, gibt es noch keinen Gewindefräszyklus. Hier muss die Bearbeitung manuell als Linien- und Bögendatensatz mit der Helix programmieren. In der neuen Version, der V9 und der V10, gibt es nun einen eigenen Zyklus für diese Bearbeitung in der Benutzeroberfläche. Welche Parameter ich als Bediener dort auszufüllen habe, werden wir uns in diesem Video etwas genauer anschauen. Das machen wir am besten direkt an der Konsole. Bevor wir mit der Programmierung des Gewindefräsens loslegen können, benötigen wir zunächst ein passendes Werkzeug. Dieses können Sie über den SoftKey F2 Werkzeugübersicht und den SoftKey F2 Werkzeug einrichten definieren. Wir geben unserem Gewindefräser nun die Werkzeugnummer 4161. Bei der Auswahl des Werkzeugtypens haben Sie die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Varianten zu wählen. Entweder den Gewindefräser Einschneider oder den Gewindefräser Mehrschneider. Beide Typen unterscheiden sich in ihrer Werkzeuggeometrie. Der Gewindefräser Einschneider, wie Sie im Bild sehen können, hat lediglich eine Schneide und kann so flexible Steigungen produzieren. Der Gewindefräser Mehrschneider hingegen hat mehrere Gewindegänge bereits am fertigen Werkzeug definiert und eine feste Steigung in der Geometrie des Werkzeuges bereits vorgefertigt. Mit diesem Werkzeug ist es lediglich möglich, eine bestimmte Steigung zu produzieren. Bei einer Umdrehung des Werkzeugs werden hier allerdings mehrere Gewindegänge produziert, was die Fertigung eines Gewindes deutlich produktiver gestaltet. Um nun mit der Programmierung des Gewindefräszykluses starten zu können, wechseln wir zurück in den Eingangsbildschirm. Die Programmierung des Gewindefräszykluses finden Sie über den SoftKey F3 in der Werkstückprogrammierung. Nun können wir zunächst, um einen Datensatz zu definieren, einen neuen Datensatz über den SoftKey F7 vorher einfügen. Das Gewindefräsen finden Sie anschließend über den SoftKey F3 Fräsen, den SoftKey F7 weiter unter dem SoftKey F1 Gewindefräsen. Der Gewindefräszyklus besteht aus drei verschiedenen Registerkarten. Der Registerkarte Gewinde, in der wir die grundlegenden Einstellungen des Zykluses definieren, der Registerkarte Position, in der wir die Position des Gewindes festlegen, und der Registerkarte Prozess, in der wir zusätzliche Parameter des Gewindes definieren können. Nun können wir mit der Programmierung unseres Gewindezykluses starten. Wir starten in der Registerkarte Gewinde. In unserem Beispiel möchten wir ein Innengewinde M30 x 1,5 fertigen, wodurch sich die Eingaben im Radius 15 mm, die Steigung 1,5 mm und der Gewindetyp innen ergeben. Die Drehung aus Ursprung gibt an, wo entlang des Radiuses unsere Anschnittbewegung erfolgt. Bei der Eingabe von 0 Grad definiert sich der Gewindestart entlang der X-Achse 3 Uhr ist gleich 0 Grad. Wenn wir ein Kegelgewinde haben, können wir unseren Kegelwinkel im entsprechenden Eingabefeld editieren. Nachdem wir nun die grundlegenden Einstellungen in der Registerkarte Gewinde vorgenommen haben, können wir nun in der Registerkarte Position den Ort des Gewindes festlegen. In X liegt unser Beispielgewinde bei 0 mm. Und in Y auch bei 0 mm, also genau an unserem Werkstück Nullpunkt.
Unser Z-Startwert definiert den Anfahrpunkt des Gewindes und den Punkt, der durch die Maschine im Eilgang angefahren wird. Wir legen diesen Punkt 5 mm über unsere Werkstückkontur. Der Z-Gewinde-Startparameter definiert anschließend, wo genau unser Gewinde nun in Z startet. Wie die Bewegung von unserem Z-Startpunkt zu unserem Gewindestartpunkt ausgeführt wird, können wir anschließend in der Registerkarte Prozess definieren. Unseren Z-Gewindestart legen wir im Beispiel auf 2 mm über der Werkstückkontur. Unser Gewinde soll anschließend bis minus 30 mm gefertigt werden. Als letzten Parameter in dieser Registerkarte haben wir nun die Richtung. Über diese Einstellung haben Sie die Möglichkeit, zunächst zu definieren, ob das zu fertigende Gewinde ein Rechtsgewinde oder ein Linksgewinde ist oder und ob dieses von oben nach unten oder von unten nach oben ausgeführt werden soll. Je nach Vorgabe können so bessere oder schlechtere Schnittbedingungen erreicht werden. Als nächstes wechseln wir in die Registerkarte Prozess. In dieser Registerkarte haben wir die Möglichkeit, die Fertigungsbedingungen unseres Gewindes weiter zu optimieren. Als ersten Parameter haben wir dort den Parameter Radiuskorrektur. Über diesen haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, ob das Gewinde mit oder ohne Radiuskorrektur des Werkzeuges gefertigt werden soll. Der zweite Parameter definiert unseren Anfahrtyp, also die Bewegung von unserem Z-Startwert zu unserem Gewindestartwert. Hier haben wir die Möglichkeit, diese Bewegung als Helix zu performen, als Rampe, als Kreisbogen oder als Linie. In unserem Beispiel wählen wir die Helix. Der letzte Parameter entscheidet, wo genau die Bewegung unseres Gewindezykluses starten soll. Ob diese bereits in der Mitte des Gewindes starten soll oder beim Außengewinde eben nicht in der Mitte. Je nach Einstellung der verschiedenen Parameter, die wir zum Beispiel in der Registerkarte Gewinde haben, wenn wir diesen hier zum Beispiel auf Außen setzen, haben wir mehr oder weniger Parameter in unseren Eingabefeldern zur Verfügung. Abschließend können wir nun noch ein Werkzeug definieren. Wir definieren unser Werkzeug 4161. Über die Anzahl der radialen Zustellungen haben wir die Möglichkeit, die Belastung unseres Werkzeuges zu minimieren und zu sagen, wir möchten mit mehreren Zustelltiefen arbeiten. Da beim Gewindefräsen eine Z-Zustellung wenig sinnvoll ist, ist diese eben nicht in der Tiefe, sondern seitlich. Wenn wir dort nun zum Beispiel eine Anzahl der radialen Zustellungen von 5 definieren und unsere radiale Zustellung mit 0,2 mm definieren, werden nun 5 Zustellbewegungen a 0,2 mm durchgeführt. Bedeutet, unser Gewindezyklus startet mit einem Versatz von 1 mm. Nachdem wir nun alle Parameter in unserem Gewindefräszyklus definiert haben, können wir uns das Ergebnis grafisch simulieren lassen. Im Vorfeld habe ich vor dem Gewindefräsdatensatz noch einen Kreisfräsendatensatz definiert, um auf den entsprechenden Innendurchmesser zu kommen. Nun sehen wir, dass der Gewindezyklus 5-mal ausgeführt wird. Dies kommt durch unsere Anzahl der radialen Zustellungen. Wenn wir das Bauteil nun einmal etwas rotieren,
sehen wir auch unsere Verfahrbewegung, die wir durch Umstellen der Grafikeinstellung auf Werkzeugbahn noch etwas deutlicher sehen können. Hier sehen Sie nun, dass zunächst eine Anfahrbewegung editiert wird, anschließend unsere Helix gefahren wird und anschließend wieder eine Abfahrbewegung. Da wir einen Gewindefräser-Mehrschneider definiert haben, mit einer notwendigen Gewindelänge von 30 mm und einer Werkzeuglänge von 30 mm, muss die Steuerung hier nur genau einen Gewindegang fertigen. Das war's zur Thematik Gewindefräsen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den ganzen Zyklus und den Datensatz etwas genauer erläutern. Wenn Sie noch Fragen zum Gewindefräsen oder irgendeiner anderen Thematik haben, können Sie die gerne jederzeit über unsere Internetseite www.hurco.de über den Punkt Support direkt an die Anwendungstechnik stellen. Oder Sie schreiben einfach eine E-Mail an abt@hurco.de. Ich hoffe, Sie auch im nächsten Video wieder begrüßen zu können und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen aus der ABT.